Ihr wollt wissen, was ich hier jetzt wieder vorhab? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal Käffchen. Käffchen. So. Werde wieder wegstecken. Musik, genau. Wenn ich das richtig im Kopf habe, steht da hinten Zucker. Gucken wir nochmal auf der Karte. Der müsste... War das der Kaboom? Ja, den hätte ich gerne hier. Das heißt, den holen wir uns jetzt. Und dann schauen wir, dass wir da hinten bei Kaboom unser, also ein bisschen die Gasnobelisten bauen. Und ja, das Thema Mods habe ich erstmal beiseite gelegt, weil die Ankündigung von Update 8 ja schon sagt. Meine Gott, meine Güte, wie das heute? Nein, das sagt die nicht. Also, die sagt nur, Mods werden kaputt sein. Himmelherrgott. Und, ich hab doch gesagt, die Tasse weg. So. Das ist ungünstig. Wir hätten das lieber, dass das nicht kaputt wäre. Dann könnten wir das machen. Aber so ist im Moment erstmal nichts. Also machen wir erstmal da Gasnobelisten. Und ja, dann machen wir vielleicht doch die Fabrik für ganz hinten. Die haben wir jetzt gleich auf den Zug warten. Fahrplan. Kaboom. Den hätten wir gerne Autopilot starten. Der sollte ja jetzt hier hinkommen. Ein Kaboom bewegt sich auf jeden Fall. Okay. Wie lange braucht Kaboom eigentlich? Ich meine, es ist jetzt nicht so spannend, die ganze Zeit da drauf zu gucken. Haben wir hier irgendwas drin? Das ist ungünstig. Das nehmen wir uns mal raus. So viel kriegen wir da gar nicht raus. Wie machen wir das denn jetzt? Hier ist natürlich all so ein Zeug drin, was wir gerade nicht dafür brauchen. Ich habe eine Idee. Wir gehen hin und machen. Moment. Verzeihung. Das ist der falsche Zug. Also. Einmal. Oh. Zweimal. Oh. Das holen wir uns. Das. Wupp. Das. Wupp. Und da haben wir schon. Wie sind die Dinge eingestellt? Die packen einfach. Okay. So. Oh, da unten kommt er schon. Das heißt, wir können jetzt auch den Fahrplan gleich direkt wieder auf ausstellen, wenn er hier reinfährt. So, da kommt er an. Auf. Aus. Okay, den haben wir schon mal hier. Dann, was machen wir denn? Wir machen jetzt nicht so viel. Ich hätte jetzt mal gesagt, falsch, Produktion. Wir machen zwei Fabrikatoren. Und sechs von denen. Die machen wir dann auf. Ja, Mycelia haben wir am wenigsten. Können wir mal gucken. Ich würde sagen, drei auf Gras, zwei auf Holz und drei und einen auf Pilz. Dann passt das.
Das ist jetzt keine großartige Geschichte und es fehlt auch nur Kabel dafür. Das ist doch schon mal schön. Das ist tatsächlich immer was Schönes. Kabel ist auch immer sowas, dass wir so richtig viel haben, dass es immer Probleme macht. Wir haben das meiste da. Noch Turbodraht dabei, das heißt, wir können da jetzt schon mal überwachen. Naja, da wir auf Mods erstmal verzichten, machen wir dann doch unsere etwas größere Fabrik. Ich bin mir noch nicht sicher, wie wir sie machen. Vielleicht mache ich das dann doch ein bisschen eher geschnitten und nicht im Stück. Wenn ihr versteht. So. Dann fahren wir mal. Verdammt, ich habe noch was vergessen. Aber dafür fahre ich erst den Zug aus dem Weg. Ja, hier stehst du ganz gut. Denn ich habe sie. Doch, ich habe die Kettensäge dabei, aber ich habe keinen Biotreibstoff dafür. Bevor ich mir den da hinten jetzt noch bastel, damit ich dann hier Gras und so ein Zeugs habe, wäre es doch sinnvoller, den auch direkt dabei zu haben. Dafür habe ich ja auch ein kleines Lager. Ja, was? Was? Wenn ich so nah dran gestellt, dass du... Okay. Ja. Gib dem Beute Charakter. Gib dem Beute? Gebäude vielleicht. Ich versuch's mal mit Gebäude. Das war da. Da rein. Da durch. Da auf. Dorthin. So, nehmen wir mal ein bisschen was mit. Dann können wir im Zweifel den roten Wald da abforsten. So. Das hat ja schon mal gut geklappt. Da steht mir zu viel. Warum steht das alles? Weil das die Batterien sind. Ich klauen. Läuft doch. Also, dass ich da irgendwie Alien-Gedönse jetzt umbasteln werde, hin und her, und das wird wohl nicht passieren. Also erst daraus dieses Protein machen und dann damit wieder weiter. Nein, das habe ich nicht. Wo war ich jetzt einen Zug, dass der gemacht habe, oder den Bahnhof? Naja, aber den brauchen wir sowieso, weil unser Kaboom wird als... wieder als Material Shoe eingesetzt. Und dann fahren wir quasi zu unserem Aluminiumwerk. Wenn wir dann soweit sind und den anderen Kram machen. Das heißt, wir werden erstmal, keine Ahnung, 2-3 Folgen haben, wo wir nur Material dahin schaffen. Beim ersten werden wir das so machen, dass wir einen Bahnhof hinten hinbauen. Also Züge, die Zuglinie dahin. Dann hier hinten zurück und dann geht das los mit, wir packen da einen möglichen Shit rein. Wow, ruckel ein wenig. Also alles, was wir an Material brauchen, und dann wird das nach und nach dahin verfrachtet. Wahrscheinlich sogar so, dass wir einfach den Zug schicken und bei uns einfach nur immer reinpacken und reinpacken und reinpacken. Wir da hinten noch ein kleines Lager bauen, damit wir das ganze Zeug da haben. Ich freue mich schon. Aber gut, es wird Spaß machen. Ich glaube aber, eine Betonproduktion werden wir da hinten direkt aufbauen. Die
diesen Berg kriegst du einfach nicht gerendert, ne? Ah, doch. Falls ihr das Video von Jace gesehen habt, wo er das Ganze mit Unreal Engine 8 und so erklärt, das ist übrigens genau das, was er meinte mit diesen riesen Chunks, die dann geladen werden, oder ja, diesen riesen Tiles hat er sie, glaube ich, genannt. Das ist, wenn ich von da hinten hier rüberkomme, sieht man halt genau diesen Effekt. Oh, ich muss bremsen. Das wird knapp. Das hält fast nicht. Naja, es war knapp. Also, du stehst mir dann gerade nicht im Weg. So. Dann kann man hier abbiegen. Und darüber. Da ist mal wieder was Nukulares. Irgendwann könnte ich auch dieses Loch hier nochmal zumachen. Holy crap! Das könnte ich auch mal durch Löcher unten ersetzen, aber muss ja nicht mehr. Hier laufen nochmal so ein paar rum. Also, ich habe nämlich gedacht, hier unten kommen gar keine mehr davon an. Das heißt, das, was ich mir gedacht habe, ist vollkommener Quatsch. Gut. Komm, gehst du bitte hoch, danke. Der hier ist nämlich leer. Oh shit. Das heißt, ich muss da ganz anders rangehen. Warum bist du eigentlich leer? Was ist denn bei dir drin? Achso. Nukular ist da drin. Logistik. Das hätte ich gerne deutlich langsamer hier. Das wird zwar nicht helfen, aber ich möchte quasi alles andere mehr haben als Munition. Weil die ballert halt hier rein. Und da die nicht über den... Da könnten wir noch drüber nachdenken, ob wir die vielleicht besser auch über hier unseren Überlauf laufen lassen. Lauf. Eingerichtet ist das, ne? Ich weiß, ich lasse mich gerade ein bisschen ablenken, aber ich glaube, das ist gar nicht mal so doof. Und dann mache ich das auch nur. Davon möchte ich viel, viel weniger haben. Dann machen wir da oben. Also wir verbringen die Folge damit, dass wir hier so ein bisschen was, letztendlich basteln. Zack, da hoch. Oh, so langsam ist das. Okay. Easy. Lauf durch. Feel free. So. Jetzt müssen wir uns mal überlegen. Wir haben ja, glaube ich, irgendwo haben wir garantiert noch. Das war ja auch nur ein Teil, den wir uns hier genommen haben. Genau, fahr mal da runter. Vielleicht hier ein bisschen mehr Bömmchen drauf zu packen. Weil im Moment, die werden halt hier nicht voll. Ja, also, keine Chance. Die Drohnen bringen die zu schnell weg. Und hinten werden sie geschreddert. Wir könnten natürlich auch vorerst mal hier den Spaß stoppen. Weil die brauchen wir hinten definitiv nicht mehr.
Also das wäre eine Möglichkeit, genau. Dann läuft das hier nämlich schon mal voll. Geht dann hier unten rein. Was heißt voll? Das ist sowieso relativ, ne? Ups. So, und jetzt war mein Plan hier unten. Weil wir leiten ja sowieso schon allen möglichen Shit hier runter. Da ist da vorne einen intelligenten Splitter dran. Wenn wir ihn denn finden. Hier unten war der. Intelligenter Splitter. Den setzen wir quasi direkt dahin. Dann bekommt der geradeaus. Geht alles Unbestimmte. Und nach links, das wäre ja unsere Seite hier, kommen Nobilisten. So. Jetzt läuft das Ganze wieder, das System da oben so gut, dass hier unten nichts mehr ankommt. Auch schön. Okay. Ich habe eine Idee, wir könnten den einen intelligenten Splitter da oben durch einen normalen Splitter austauschen, dann käme das nämlich hier runter. Wird immer einen reinleiten, einen rausleiten, einen reinleiten, einen rausleiten. Das ist doch auch gar nicht so doof. Okay, machen wir Folgendes. Wir setzen jetzt erstmal Produktion. Die zwei Fabrikatoren. So, jetzt wird es nicht so extrem weit auseinander sein. Die kommen. Pass auf, wir setzen die. So. Einen hier und einen direkt daneben. Okay, damit haben wir das schon mal erledigt. Und wir können oh, verdammt, wo war der Eingang, wo war der Ausgang? Das sieht aus wie Ausgang und das sieht aus wie Eingang. Okay, perfekt. Man muss es nur einmal wissen, ne? Wie breit ist denn das? Passt das so? Und wo ist der? Der ist genau auf dieser Linie. Okay. Mal, ob ich das so hinkriegen. Und du kommst dahin. Und wir packen auf den unteren den Spaß und sagen dann von da, nein, von da, nach da, von da, nach da. So, jetzt müssen wir einmal schauen, dass wir hochkommen. Ich hab mir den Kopf gestoßen. So, du Kollege. Ungünstig. Das kommt alles mal so. Du gehst bitte von da nach da. Dort kommt ein stinknormaler Splitter hin, der dann wiederum ein schnelles darüber leitet und ein langsames hier rein. Okay, ist jetzt ein bisschen schief, aber macht nichts. So, das heißt, es geht immer wieder was nach unten. Wunderbar. Nicht nochmal. Die Kollegen stehen schon mal. Sag mal. Danke. Die Kollegen stehen schon mal. Dann nehmen wir uns Strom, setzen den erstmal hier hin, machen den auch da dran und gehen dann damit. Irgendwo hier vorne hin. So. Damit habt ihr beide auch schon mal Strom und ihr macht mir jetzt das Mobilisten. Einstellungen kopieren. Einfügen. Fertig. So.
Jetzt fehlt natürlich noch das andere Zeug. Wie machen wir das jetzt? Guck mal, hier ist zum Beispiel, was wir dafür brauchen. Da würde ich jetzt einfach sagen, wir haben irgendeine Blaupause dafür. Nö. Keine passen. Schade. Wäre natürlich sinnvoll, eine zu machen irgendwann mal. So, wir hätten dich gerne. Da dürfte auch noch Platz sein. 1, 2, 3, 4. Verdammte 5. Und da passt keiner mehr hin. Okay, nochmal abreißen. Das setzen wir jetzt direkt hier dran. War so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann geht der ganze Spaß. Der Merger. Jetzt ist da zu nah dran. Hier kommt ein Merger hin. Du kommst dahin, gehst weg, dann kommst du. Bist einen zu weit, natürlich bist du einen zu weit. Macht nichts. Schaffen. Dann kommt der ganze Spaß hier. Illusionator. So. Und so geht. Dürfte das nämlich mit den Bogen da hinten gut passen. Hier falle ich jetzt mal runter. Genau. Da, und du musst jetzt so. Dann gehst du auch direkt einen O. Und von da aus. Oh. Sehr gut. Dann haben wir das. Zack. Zack. Schnappen wir uns von da aus den Strom. Nee. Wir setzen 1, 2, 3, 1, 2, 3. Einmal hier Strom hin. Eins, zwei, drei da dran, den da dran, den da dran. Den da dran. So. Du machst bitte den ganzen Spaß aus. Wir brauchen Biomasse. Da unten ist es. Du machst bitte diese Biomasse, falls man was hier reinschmeißt. Haben wir gesagt, wir machen zweimal aus Holz. Und wir machen dreimal aus Blättern. So.
müssen wir das natürlich noch irgendwo reinschmeißen. Das heißt, ich möchte eigentlich irgendwo Container stehen haben. Am besten, wo wäre denn gut? Wenn wir vom Wald her kommen, wäre oben gut. Wenn wir von hier her kommen, wäre unten gut. Eieieiei. Da muss ich mir noch Gedanken drüber machen, aber meine Idee ist Intelligenz-Splitter. Wir packen das von der Seite rein. Dann geht es nach da weiter. Irgendwas mit Überschuss. Ja, den Überschuss leite ich wieder in den Container rein. Was irgendwann bedeuten würde, dass er voll wäre, aber das kriegen wir schon hin. So. Dann einmal so weit anschließen. Nee. Dahin. Sehr gut. Das haben wir drin. Dann können wir jetzt einen Container setzen, den wir natürlich da oben gar nicht finden, sondern hier unten. Und für den uns jetzt Rohre fehlen. Nicht mal nicht ein bisschen. Wofür? Da rein. So, du machst. Mittlerer Ausgang ist in dem Fall geradeaus direkt rein. Da kommen Blätter. Und rechter raus, der Ausgang ist alles Unbestimmte. Ist rechter Ausgang alles Unbestimmte? Nein, ist nicht alles Unbestimmte. Nicht beliebig. Oder Überschuss. Überschuss ist gut. Überschuss ist gut. Du machst. Ne, mittlerer Ausgang ist Überschuss. Linker Ausgang ist Blätter. Warte mal. Das kann man ja mittlerweile auch. Nicht. So, passt. Du kriegst das auch, aber bei dir werden die Blätter geändert in Holz. Kopieren. Da rein. Da rein und du hier hinten machst Mycelium. So. Mittlerer Ausgang ist es aber nicht, der Überschuss hat. Du hast geradeaus keinen. Du hast hier den Überschuss. Und der wiederum geht dahin. Organisation. Und dann kommt. Da ein Container hin. Da ein Container hin. Und dieser Container geht hin. Weg. Dahin. Machen wir so. Machen wir das doch einfach so. Ist natürlich noch nicht viel, aber es geht da rein, wenn wir Überschuss haben, und grundsätzlich, das ist jetzt hier so ein Kreislauf, fertig. Wenn wir dann da was reinschmeißen würden, wird das hier im Kreis laufen, wenn sich das irgendwie hochbockt und du bearbeitest den ganzen Spaß, und oben wird sich ja nicht hochbocken dann. So, das heißt, oh, ich muss hier noch, verdammt,
So, den da dran, da dran. Damit haben wir das. Sehr gut. Das System sollte laufen. Wir haben jetzt nur noch nichts. Erstmal gucken wir, ob wir jetzt überhaupt welche reinkommen. Wir haben jetzt im Moment nur das. Das wird jetzt eben schnell hier vorne verarbeitet, das ist klar. Aber auch noch nicht genug. Wir müssen... Was können wir denn mal beiseite tun? Naja, da wir sowieso ohne Gegner spielen. Das hat sich gelohnt. So. Wir holen uns mal ein bisschen Zeug dazu, damit der Spaß auch losgeht. Ja, kommst du her? Ja, also ja, können wir noch genug Umwelt zerstören. Aber jetzt sind wir halt an dem Punkt, wo es schön wäre, wenn wir hier irgendwo eine Ecke hätten, wo wir einfach sagen könnten, so, hier schmeiße ich rein. Das ist zum Beispiel der Grund, warum ich die Farming-Mod oder sowas gerne nutzen würde. Wir schmeißen das da rein und das da rein und Kalkstein schmeißen wir weg. Habe ich da Blätter reingeschmissen? Blätter? Oh, ist Holz verarbeitet? Achso, da läuft gerade gut rein. Wie viel Biomasse brauchst du eigentlich hier hin? Okay, das kommt an. Da fehlt ein bisschen. Kommt auch an. Aber einer ist schon gemacht. Wunderbar. Haben wir das? Wir haben nur noch die Frage, wo kriegen wir das am besten? Am schnellsten nach da oben hoch. Wo können wir es reinschmeißen, dass das auch ankommt? Haben wir irgendwo... Das ist sowieso hier schon gemischt waren, aber bis das dann da oben ankommt... Ah. Also eigentlich müssten wir es von da kommen lassen. Von da oben. Wäre deutlich besser. Stimmt, da war was. Wenn sich das hier unten auffüllt. Vorne alles unbestimmt, hier vorne kommt Überschuss hin. Sonst geht das ganze System gleich kaputt. Ja, viel besser. Ja, also wo die hinkommen, muss ich noch gucken, wie wir die jetzt hochbringen. Das wird irgendwo da vorne passieren. Aber ansonsten haben wir das soweit durch. Ja, ein bisschen das haben wir noch zu tun, aber grundsätzlich sollte das klappen. Und immer wenn wir hier irgendwie was reinschmeißen, dann noch die Überlegung, wie kriegen wir hier Zeug hin? Wenn wir das da vorne machen, wäre eigentlich gut, wenn wir hier irgendwie ein Band hätten, das hier reingeht und dann ein Container wiederum, der dann direkt die Container befüllt und fertig. Ja, ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Käffchen.